Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Hearthstone. Mein Name ist Scrawl und ich begrüße euch hier zu einem neuen Ranked Game. What the fuck, warum ist mein Rogue durchgestrichen? Einen Moment schnell, jetzt muss ich doch mal schnell in meine Collection gehen. Custom Rogue. Ach, weil ich den leer gemacht habe, richtig. Ja, stimmt, ich wollte nämlich, weil wir haben, glaube ich, gerade zwei Rogue Quests, wenn ich es richtig weiß. So, hier, ja, hier, zweimal Rogue or Warrior. Wir könnten auch mal einen Warrior spielen. Sollen wir mal einen Warrior spielen? Komm, wir machen uns jetzt mal ein Warrior-Deck. Hier, dann löschen wir halt hier das Custom Rogue-Deck, das ist ja eh leer. Und machen uns ein... Ah, guck mal, wir können hier erstmal was entzaubern noch vom letzten Mal. Das habe ich ganz vergessen. Crafting Time, plus 95 von diesem komischen Staub. Und wo ist jetzt der 95 Staub? Hallo? Ich habe nur 65. Habe ich da jetzt irgendwas verpasst oder wie? Einen Moment mal geschwind, ich muss mal ganz kurz was gucken. So, da bin ich jetzt auch wieder. Ja, also ich habe gerade hier. Ich habe gedacht, ich habe 95 Staub gekriegt, aber ich. Ja, ich habe gedacht, jetzt haben sie einen Lag eingebaut, aber nein! Ich habe nur 95 Dust entdusted. Hier, guck mal. Gold, Gold, Gold. Alles aus Gold. Haben wir uns denn schon... Ja, wir haben... Stimmt, wir haben uns ja schon was gemacht. Und zwar habe ich, glaube ich, hier... habe ich die hier gemacht? Nee, ich glaube, die haben wir gezogen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich mir damals gecraftet habe. Hier seht ihr, dass wir beim Warrior viele neue Sachen gekriegt haben. Das liegt... Also, ich weiß nicht, ob ich es euch vorhin schon gezeigt habe oder nicht, weil ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Money hier unten. Genau hier. Weil ich nämlich jetzt alle Decks, also alle Basiskarten freigespielt habe. Und wir bauen uns jetzt mal ein Warrior-Deck. Es gab 100 Gold, alle was. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Habe ich doch 95 Dust gekriegt. Ich habe jetzt gerade extra die Aufnahme gestoppt, habe in das Video nochmal reingeguckt und da stand dran, sie haben 95 Dust entdusted. Mein Gott. That game. Auf jeden Fall zweimal Execute. Hier den Warbot, der ist eigentlich schon voll geil, wenn man auf die Hand kriegt. Die Waffe brauchen wir auf jeden Fall. Den hier nehmen wir mit. Einmal. Enclave nehmen wir mit. Den nehmen wir zweimal mit. Charge nehmen wir einmal nur mit. Zweimal. Zweimal. Einmal. Einmal. Zweimal. Ich mache das jetzt einfach mal hier so aus frei Kopf, Schnauze, wie auch immer. Wir brauchen ihn auf jeden Fall. Ihn nehmen wir zweimal mit, weil er eine richtig geile Startkarte ist für den guten Warrior. Eigentlich sollten wir dann doch noch hier, warte mal, wo ist sie denn? Den hier mitnehmen, oder? Den hier mitnehmen, oder? Ja komm, einmal nehmen wir ihn noch mit. Wir haben es ja. Okay, jetzt müssen wir aber mit Minions auffüllen. Wir haben noch, wir können 7 Minions noch reinpacken und wir haben bisher... zwei. Ne, eins. Zwei. Drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun Minions haben wir bis jetzt. Ja, das ist, eigentlich ist es in Ordnung, neun Minions. Hier, Fairy Dragon nehmen wir auf jeden Fall noch mit einmal. Den, unsere gute Eule nehmen wir noch mit. Was packen wir noch ein? Einen Raid Leader hätte ich noch gesagt. Ah, hier. Die hier will ich auch noch mitnehmen, bitte. Die hier nehme ich auch noch mit. 28 haben wir dann damit. Jetzt hätte ich bitte noch gern zwei High Cards. Der hier ist halt auch noch geil. Den nehmen wir auch noch mit. Und dann nehmen wir noch den... Den hier mit. Ich will jetzt endlich mal eine Legendary auch ziehen. Hey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hätte mal gesagt, dann lassen wir vielleicht noch einen von den Armani Berserkern. Nee, können wir nicht. Komm, passt. Probieren wir aus, so. Das Deck ist jetzt fertig, so. Back und wir gehen auf Play. Mal gucken, wie das Deck funktioniert. Ich habe ehrlich gesagt, wenn ich noch nie Krieger wirklich gespielt. Wir spielen jetzt Casual, ja. Ich habe Krieger noch nie wirklich gespielt. Das ist echt nicht meine Sache. Ich weiß nicht, warum ich hier den nicht gespielt habe. Ich finde ihn halt einfach irgendwie nicht so geil. Gerasch! Und dann auch noch direkt gegen Uther, Uther Lightbringer. Die hier tun wir mal weg, die anderen zwei behalten wir mal.
Ja, gut, okay, der ist jetzt auch nicht arg viel besser. Oh ja, super, ein Arkanitschnitter. Arkanschnitter heißt er, glaube ich, zu Deutsch. Jetzt muss ich mal geschwind, einen Moment kurz, jetzt muss ich mal geschwind unachtsam sein hier. So, er hat eine Waffe. Das lohnt sich doch da sogar schon gleich hier den auszuspielen. Zack, Junge. So, jetzt bin ich wieder voll da. Jetzt geht's los. Ich spür's richtig, wie es durch die Adern pocht, wie unser Krieger kriegerisch wird und wie ich Krümel auf dem Mauspad hab. Was gar nicht angeht, weil ich das richtig krass hasse. Deswegen niemals essen am Mauspad. Boah, ich krieg ja hier die hammermäßige Hand, hey. Ich seh's schon. Eigentlich will ich den da jetzt nicht mit meinem Us wegmachen, aber ich muss es machen, weil wir einfach keine andere Karte dafür haben. Oh Gott, ein Us verschwendet für eine Waffe und für einen 1-2er. Das fängt ja schon mal gut an. Warum haben wir nicht eigentlich, wir haben doch so viele Low-Cards, warum haben wir da keine mehr auf der Hand oder auf dem Feld? Ja komm, töte ihn und beschwör deinen 1-1er, ich weiß, dass du das machen willst. Schwierige Entscheidung, ja? Geht er mir wirklich ins Gesicht? Was könnte er jetzt? Ah ja. Das heißt, dass er will voll drauf gehen. Das kann er haben, wenn er will. Das kann er haben. Sollen wir oder sollen wir nicht? Ach komm, was soll's. Ja, obwohl das halt schon scheiße ist, aber... Pff. Nein, das war sowas von unüberlegt. Ich kenne die Karten halt irgendwie noch null. Ich dachte, der macht nur Minions, nur Schaden zu gegnerischen Minions, aber irgendwie ja nicht. Will er Karten ziehen. Das lassen wir aber nicht zu. Okay, eine Karte kriegt er, aber mehr auch nicht. Ach, er hat jetzt gar keine Karte gekriegt. Ach, whenever it attacks. Okay. Als nächstes können hoffentlich Spieler jetzt eine richtig geile Karte. Dann können wir uns die nämlich holen. Das fände ich schon gut. Hat er eigentlich schon gecoint? Ich glaube ja, gell? Ja, ich glaube, den hat er rausgecoint. Hier den... Was? Okay. Die ist doch gut. Komm raus. Batsch, 5-5. Auf unsere Verteidigung. Und wir beenden unseren Zug. Und warten darauf. Nächstes Mal wird das ein 6-6 im nächsten Zug. Boah, das war richtig, richtig, richtig Premium. Vielleicht ist das Kriegerdeck doch gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Obwohl der Anfang natürlich richtig beschissen war mit meinem Spielzug. Aber das... Anfangsprobleme hat man ja immer mit den Decks. Naja, lass dir Zeit beim Überlegen. Ich rede hier so lange weiter mit meinem Scheiß. Okay, okay, okay. Das gefällt mir jetzt irgendwie gar nicht. Ich könnte jetzt ihn hier spielen und ihn damit wegmachen, aber dann kann er mich nachher wegmachen. Deshalb machen wir das anders. Lass mich mal überlegen. Wir lassen jetzt das eine einfach verfallen, ganz ehrlich. Mein J. Ich würde halt nachher den hier wegmachen mit dem 1-1er und dem da. Aber dann haben wir immer noch mal einen War. Der kriegt Enrage plus 1. Ist schon ganz gut, ey. Da wäre eigentlich jetzt die 1er Damage-Karte nicht schlecht gewesen, die ich ja vorhin schon rausgehauen habe. Dümmlicherweise. Aber ihr müsst überlegen, jetzt kriegt er nochmal 5 Damage, wenn er auf die Lady da einprügelt. Auf die Gnomen-Lady.
Nein, er prügelt nicht auf sie ein, oder? Komm schon nach hinten. Eins. Zwei. Nochmal. Nein! Jetzt habe ich eine 2-2 auf dem Tisch und eine 5-2. Komm, hau drauf, dass er voll weg ist. Ja, komm, hau drauf. Kriegt er wieder 3 Schaden. So, jetzt müssen wir es uns gut überlegen, was wir machen. Wir werden jetzt ihn töten. Und werden das Field auf jeden Fall mal clear halten. Dann können wir im nächsten Zug, wenn ich jetzt wieder was richtig krass Geiles spiele. Ansonsten benutzen wir unseren Faceless Manipulator, um mal unseren 6-6er zu kopieren. Ist das besser oder ist das besser? Wir kopieren uns einfach den fetten Taunt. Richtig geil. Richtig geil, Junge. Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht verschwendet ist. Ich weiß nicht. Also irgendwie finde ich das ein bisschen verschwendet hier. Kaching! Ich würde jetzt irgendwie gerne den hier töten, aber der gibt nur 4. Deswegen müssen wir das leider so machen. Nehmen Verteidigung und beenden dann dazu. Oh, da ist sogar Gold jetzt hier. Wow. Lord of the Arena in Gold. Ja, ist gut. Wir haben auf jeden Fall einen guten Trade gemacht, muss ich sagen. Jetzt mal gucken, ob er sein 2-2er reinhauen wird und sein... Er kann ja jetzt einen Hammer des Zorns. Hammer des Zorns, glaube ich, ja. Kann er ja jetzt reinhauen. So, dann schauen wir mal. Wir haben 10. Fünf. Und 4. Na, kann man was mit anfangen. What now? Wir werden jetzt auf jeden Fall den hier spielen. Damit werden wir ihn fertig machen. Dann werden wir, da er so oder so eigentlich das braucht, gehen wir ihm direkt ins Gesicht und beenden dann so einen Zug. So, jetzt müssen wir gucken. Jetzt wird er mit seinen 2 Minions unseren Dicken wegtraden. Ah, oh, oder mit dem Hammer of Wrath. Ah, oh, shit. Jetzt hat er natürlich Board Control. Ja gut, okay. So viel Damage kann er uns gar nicht machen. Was spielt er jetzt? Oh, shit. Das ist gar nicht so geil. Das finde ich echt nicht geil. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich spielen soll. Irgendwie haben wir nicht das auf der Hand, was ich bräuchte. Warte mal, 5 und 4. Uns fehlt ein Damage, hey. Ein Froshing Damage. Neun haben wir jetzt. Ne, 2 fehlen uns sogar noch. Ne, 1. Wir brauchen nur noch ein Damage. Komm schon. Ein goddamn Schaden werden wir ihm doch noch machen. Irgendwie. Mir reicht ein Charge. Komm schon. Ich habe, glaube ich, keinen Charge mehr. Nein. Er heilt sich. Mieses Stück, du. Okay, das Spiel sieht leider sehr verloren aus. Obwohl es so gut aussah gerade noch. So gut sah es aus. Ich glaube, wir haben einfach zu wenig Minions. Wie viel? 5, 6, 7, 8. Scheiße! 5, das sind L. Hä? Habe ich mich jetzt gerade erzählt? 5 und 6 sind 11. Und 2 sind 13, 14, 15, 16. Und 2. Ich glaube, wir haben gewonnen. Kann das sein? Chief.
Oh shit. Sechs. Nein, das kann nicht sein. Ah shit, hey, das darf nicht wahr sein. Jetzt schaffen wir es doch nicht, Mann. Weil wir einen Mana zu wenig haben. Ah. Aber die Karte hätte er ansonsten auf uns gespielt. Heilt er sich jetzt schon wieder? Er heilt sich schon wieder. Dieser Paladin. Wir haben schon wieder fast gewonnen. Wieder wegen einem Mana hat es nicht funktioniert. Warum haben wir nur so wenig Mana? Ich hab bloß der hat noch so einen Hammer. Oh Mann, wir haben leider nichts, was 14 Schaden macht. Jetzt haben wir wenigstens zwei weg. Jetzt gehen wir, wir wählen den Tod. Und sagen, gut gespielt. Ja gut, Krieger halt. Ihr wisst ja, hier Krieger und so. Wir probieren ja jetzt gerade neue Sachen aus. Kann man ja mal machen. Wir haben wenigstens 20 Cast gespellt. Und damit sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wenn ihr Tipps habt für den Krieger, schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil ich echt keinen Plan habe, wie ich den spielen soll. Ansonsten vergesst abonnieren nicht und Daumen nach oben. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Grawl und ich hoffe, Sie beehren uns bald wieder. Tschüss!